Willkommen, willkommen. Wir sind hier mal wieder bei einem Gewinnspiel angelangt. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich ein bisschen auf was gewartet habe, aber im Hintergrund könnt ihr es schon sich stapeln sehen. Nein, nicht das hier. Das ist jetzt nicht zum Gewinnen, sondern das, was ihr hier seht. Teilweise, das hier habe ich nämlich getestet vor kurzem, beziehungsweise ich bin noch am Testen dran. 12 Terabyte an Dateien, das ist ungefähr das, was ich in den letzten 2 Jahren an Filmen hier in 4K gedreht habe. Ich habe jetzt noch ein bisschen Freiraum, wo ich hier alles hier abspeichern kann, aber es geht hier um Western Digital. Das sieht man an dem schönen blauen Design, das haben wir bei den meisten Verpackungen von der Firma, die übrigens vor kurzem auch SanDisk übernommen haben, also wir sehen auch bald noch mehr Flash-Lösungen von denen, aber solange das noch nicht durch ist, haben wir auf jeden Fall den Fokus gerade auf eine wirklich coole Familie, die ich auch schon seit, wie gesagt, langem benutze, und zwar geht es um Netzwerkfestplatten. Ihr könnt die MyCloud Mirror und die normale hier gewinnen. Der einzige Unterschied bei denen ist, die eine hat 2 Festplatten drin, das heißt, ihr könnt sie spiegeln für mehr Sicherheit. Falls bei einer kaputt gehen sollte, habt ihr immer noch alle Dateien auf der anderen drauf. Dafür habt ihr nur halb so viel Platz. Also zum Beispiel hier in dem Fall wäre das 4 Terabyte gespiegelt, wenn dann 2 Terabyte für eure Daten, 2 Terabyte als Sicherung. Oder ihr könnt auch die hier entsprechend gewinnen. Da ist dann nur eine Festplatte drin mit 6 Terabyte. Die lässt sich zwar nicht spiegeln, aber wenn ihr eine externe Festplatte oder so habt, könnt ihr hin und wieder eine Sicherung machen. Hinten dran stecken, in der Software auswählen, ihr wollt es absichern und schon könnt ihr getrosten Gedanken dann hier wieder weiter eure Weihnachten, Ostern oder was auch immer bald dann bei euch wieder ansteht, feiern. Wie ihr sehen könnt, die Dinger gibt es natürlich auch in klein, so schöne Festplatten. Ich liebe die, weil man unterwegs dann einfach wunderbar speichern kann, Daten abspeichern mit USB 3. Aber natürlich geht das auch im Netzwerk sehr schnell. Aber was eigentlich das Coolste an der MyCloud ist, aus meiner Hinsicht, ist, dass man mobile Daten einfach ganz schnell nicht nur darauf abspeichern kann, sondern auch darauf zugreifen. Also ihr könnt unterwegs auf eure ganze Sammlung, zum Beispiel in meinem Fall natürlich meine Videos wie das hier, darauf zugreifen, falls ihr was bearbeiten wollt. Oder ihr könnt auch all eure Bilder, die ihr per Smartphone, per Tablet, per, weiß was der Kuckuck was macht, vielleicht Smartwatch, gibt es auch ein paar mit Kameras drin, könnt ihr die einfach hier drauf abspeichern. Und nicht nur manuell abspeichern, das ist das Wichtige, sondern ähnlich wie das zum Beispiel die Cloud macht, iCloud, Google Drive, Sky, nicht Net, sondern SkyDrive von Microsoft. Wenn ihr nach Hause kommt und die MyCloud-App hier auch drauf habt, auf eurem Smartphone und ihr im WLAN zu Hause drin seid, kann das Smartphone automatisch eure letzten Bilder einfach draufziehen auf die Festplatte. Das ist super, denn bei Google gibt es zwar zum Beispiel kostenlosen Speicher für all eure Bilder und all eure Videos, aber nur bis zu einer bestimmten Größe, also Auflösung, beziehungsweise bei Videos glaube ich auch auflösungstechnisch, also ihr habt nie die beste Qualität, die ihr da bekommt, und das zieht meistens an euren mobilen Daten, außer ihr habt es da auch per WLAN eingestellt, aber so habt ihr alles immer ganz lokal, ganz heimisch, ganz sicher in eurem Keller stehen. Klar, wenn das Haus abbrennt, aber naja, ihr wisst schon, wie oft sowas natürlich, glaube ich, vorkommt. In Deutschland, glaube ich, nicht so oft. Habt ihr auf jeden Fall hier eine super sichere Möglichkeit, eure Daten zu speichern. Und ihr seht auch meinen riesengroßen Fernseher im Hintergrund. Ich liebe es auch, die dafür zu benutzen, dass ihr einfach über das Netzwerk, egal ob per Kabel oder per WLAN, die müsst ihr per Kabel anschließen, aber natürlich könnt ihr dann über euren Router per WLAN zum Beispiel auf dem Fernseher auch eure Filme, Videos, Bilder, auch PDF und was weiß ich was in der Firma alles anschauen, ohne irgendwie mit Festplatten, USB-Sticks und sonstigen rumhantieren zu müssen. Und ihr könnt auch Ordner freigeben im Internet, sagen wir mal an eure Großeltern, die vielleicht woanders wohnen, wo ihr dann sagt, hey, hier sind die Weihnachtsbilder, die wir geschossen haben, da können sie sich die ganz einfach anschauen. Eigentlich haben wir alle Funktionen, die ihr von der Dropbox oder sowas kennt, auch hier drin, und vor allem ist es einfach zu benutzen, was ihr in meinem Test bald sehen werdet, beziehungsweise der Herr Fuchs hat natürlich auch so ein Ding bekommen und testet das auch mit einem bisschen anderen Qualitätsansatz. Und damit ihr die gewinnen könnt, jetzt sind wir natürlich bei der wichtigen Stelle angelangt, müsst ihr mir einfach sagen, wie viele Tablets liegen hier im Hintergrund, nicht unbedingt ausgepackt, aber auch teilweise ausgepackt. Ich helfe euch da jetzt nicht. Wie viel Terabyte das hier alles zusammen wäre. Einmal noch, das ist jetzt nicht so schwer auszurechnen, ihr könnt es ja sehen, und vor allem dann, damit ihr meinem Fuchs auch noch reinschaut, wenn er sein Video fertig hat, ich hoffe noch dieses Jahr, müsst ihr mir nur sagen, wie lang sein Video geworden ist, und das bitte alles in die Kommentare hier unten rein, und die Gewinnerin werden dann einfach per Usernamen genannt unten in der Beschreibung, wenn das Gewinnspiel rum ist, und ihr meldet euch dann ganz bitte einfach bei mir innerhalb der nächsten 1-2 Wochen, damit ich die dann verschicken kann, die obere und die untere, also beide, die hier in weiß sind, die schwarze bleibt bei mir, die ich
ich muss euch ja natürlich auch noch ein Testvideo erstellen, zu dem ihr aber nicht schauen müsst, wie lang das geworden ist. Ich glaube, ihr schaut das Video nämlich auch einfach so an, wenn ihr meine Videos mögt. Zu kompliziert ist das nicht. Ich hoffe, ich konnte euch ganz kurz einen kurzen Überblick geben, was so die West Indian MyCloud-Serie jetzt kann. Natürlich gibt es auch noch andere Netzwerkplatten, aber ich finde die einfach von Bedienungen her am einfachsten. Aus der Packung raus, Strom anschließen, Netzwerkkabel anschließen, in den Browser den Namen eingeben von dem Gerät und schon könnt ihr loslegen mit dem Einsatz. Also ich finde es super, aber das seht ihr ja bald auch in meinem Video. Vielen Dank an WD für die Gewinnspielprodukte. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren natürlich, weitere Videos auch anzuschauen. Bald sind wir natürlich auch in Vegas, aber zuerst auch mal einmal dann die nächste Folge mit noch mehr Gewinnspielen, wo ihr dann auch noch ein paar andere coole Sachen gewinnen könnt, die vielleicht noch ein bisschen einfacher sind, aber anders sind zum Einsetzen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balazs Kahal und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren.